Servus zusammen, euer Rashcore hier und herzlich willkommen zu Clash of Clans Angriffsstrategien, die besten Angriffsstrategien. Das hier ist ein wunderschönes Format, in welchem ich euch mit euch zusammen die besten Angriffsstrategien ausprobiere, zeige und euch zeige, wie ihr euren Gegner damit zu 100% zerstören könnt. Dieses Format beruft sich auf eure Kommentare, das heißt, ich werde in diesem Format eure Angriffsstrategien einmal ausprobieren. Die Truppen und die Zauber werden von euch gewählt. Heute fange ich mal an und starte hier mit einer neuen Truppenarmee, sage ich jetzt mal. Ob es diese Formation schon gibt, das ist natürlich immer, würde ich mal sagen, eine Frage, die man mit Ja beantworten kann. Alles gab es schon mal, aber ich will heute mal mit euch zusammen 15 Riesen, 18 Magier und 73 Bogenschützen mitnehmen. Ich würde mal sagen, diese wunderschöne Verbindung aus Fett, Magie und Sexiness, die nennen wir einfach mal Riboma. Riboma hört sich, glaube ich, gut an. Riesenbogenschützen und die Magier Riboma, Ricola, wer hat's erfunden? Ich will mal sagen, Rashcore hat's erfunden. Euer Rashcore zeigt euch jetzt, wie ihr damit die Gegner komplett zerstört. So, wir schauen erstmal hier, wie man dann hier quasi angreift, würde ich mal sagen. Zuerst setzen wir natürlich ganz klar ein paar Bogis, wenn wir denn den Verdacht haben, dass da Bomben sind. Wenn nicht, dann setzen wir direkt unsere... Der Gegner, scheiße. Dann setzen wir direkt unsere wunderschönen Riesen. Mit diesen Riesen versuchen wir dann erstmal riesigen Schaden an den ganzen verteidigungsmaschinellen Verteidigungen jedes Gegners anzurichten. Zauber habe ich mitgenommen. Zweimal den Wutzauber, zweimal den Heilzauber und einmal den Erdbebenzauber. Dazu habe ich noch meinen Level 10 wunderschönen Barbarenkönig und meinen Level 7 Bogenschützenkönigin. Und dieses Dorf, das sieht doch schon mal verräterisch aus. Die Verteidigung derzeit Level 9 am Rathaus. Die Verteidigung ist sehr hoch. Level 8er Mauern, Level 9er Mauern sehe ich hier innen drin. Aber natürlich auch sehr viel Gold. Und das wollen wir holen. Das wollen wir holen. Ich weiß noch nicht, ob wir schaffen. Hier erstmal die äußeren Gebäude. Die kann man auf jeden Fall mit dem Bogenschützen weghauen wie nichts. Jetzt müssen wir natürlich überlegen, wollen wir oben reingehen oder wollen wir unten rein? Also ich bin der Meinung, dass wir eher unten reingehen sollten. Warum unten rein? Just do it! Unten haben wir von der Wegstrecke her oder von den Mauern her einen kürzeren Weg. Wenn wir oben reingehen würden, würden sich unsere Riesen 100% spalten. Und wir müssten hier erstmal an den drei Magitürmen vorbeikommen. Und Magitürme, die sind für unsere Magier an sich und für unsere Bogenschützen natürlich der Untergang. Das wollen wir verhindern und das können wir auch verhindern. Ich setze jetzt erstmal die Clanburg. Hier ist ein wunderschöner Packer drin, der hier vielleicht hoffentlich erstmal den Magiturm ein bisschen weghält. Und dann setzen wir hier unsere Riesen einmal hier auf der Seite und einmal hier auf der Seite direkt hinten nach. Und das ist wirklich so ein Punkt, den muss man bei dieser Angriffsstrategie hundertprozentig durchziehen, die Magier. Ich habe jetzt nicht darauf geachtet, ob da Truppen in der Clanburg sind. Also es sieht so aus und ja, da sind Clanburg-Truppen drin. Diese Clanburg-Truppen, die müssten wir aber eigentlich ganz easy zerstören können. Jetzt kommen natürlich hier all unsere, sage ich jetzt mal, Bogenschützen, die hier hinten her was aufräumen sollen. Wir wollen natürlich hier in die Mitte rein. Wie gesagt, ich habe nur einen Erdbebenzauber dabei. Da muss man jetzt mal schauen, wie man das aufteilen kann. Hier natürlich, greift uns gerade hier ein wunderschöner Magiturm an. Das wollen wir nicht. Wir müssen hier unser Barbarenkönig gerade ein bisschen heilen, damit er hier gerade nicht so schnell down geht. Wir haben schon viel mitgenommen. Solche unsere Bogenschützenkönigin. Ah, sie bombt sich da noch durch. Wir haben schon zwei wunderschöne Goldlager mitgenommen. Können wir hier noch den einen Magiturm mitnehmen? Ich glaube schon. Die Wahrscheinlichkeit, die ist hoch. Ich power unsere Bogenschützenkönigin hoch. Sie kann auf jeden Fall den Magiturm angreifen. Wird sie es machen? Wir werden sehen. Und sie greift den Magiturm an. Wird leider auch von einem verborgenen Tesla angegriffen. Sie hat den Magiturm down und greift das Mana-Lager an. Wir brauchen Gold. Ich will Gold. Okay, bitte greif jetzt. Greif, Bogenschützenkönigin, bitte greif das Goldlager an. Tu es für uns. Tu es für die Menschheit. Tu es für unsere guten Ressourcen. Wir haben noch 30 Sekunden Zeit und sie greift das Goldlager an. So soll das sein, so muss das sein und so freue ich mich natürlich auch. Unser Packer, der ist immer noch im Kampf. Unser Packer, der kämpft hier vom Leib und Seele.
leider ganz alleine, denn unsere Bogenschützenkönigin, die ist gerade gestorben. Pekka hat jetzt hier natürlich mit einem Schlag die Mauer zerstört. Er kann nochmal ans Goldlager rangehen. Noch ein bisschen Gold mitnehmen. Wir nehmen sogar noch ein bisschen dunkles Elixier mit. Was ist das denn für ein geiler Angriff? Wir haben 2 Sterne, 68% hier mit unserer wunderschönen Strategie. Er geht sogar noch an das letzte Goldlager ran. Kann es leider nicht mehr angreifen, da wir hier leider keine Zeit mehr haben. Aber dieser Angriff, der war doch gigantisch. Der war wunderschön. Hier mit einem Bäcker in der Clanburg. Ich hatte dabei 2-mal den Wutzauber, 2-mal den Heilzauber, 1-mal den Erdbebenzauber. Meine Barbarenkönig, meine Bogenschützenkönigin, die Riesen hier auf Level 5, die Magier auf Level 5 und die Bogenschützen auch auf Level 5. Das Ganze hier perfekt verteilt. Ich würde mal sagen, wenn ihr diese Strategie durchführt, jeder hat hier verschieden viel Platz, dann nehmt doch einfach gleich viele Riesen wie Magier, also das einfach gleich, und den Rest, den füllt ihr dann einfach mit Bogenschützen auf. Zu den Zaubern, die würde ich auch auf jeden Fall bei dieser wunderschönen, was habe ich gesagt, Riboma, genau diese Riboma-Strategie, einfach mal verwenden. Ich habe hier gerade 350.000 Gold bekommen und 230.000 Mana dazu, noch 2.000 dunkles Elixier, 11 Pokale, 69%. Allein schon von der Prozentanzahl her war dieser Angriff wirklich legendär. 69%, so gefällt mir das. Clash of Clans bewerten. Bitte bewerte Clash of Clans auf Google Play oder schreibe einen Bericht, um uns wertvolles Feedback zu liefern. Fickt euch. Wisst ihr, wie oft diese Frage schon kam und wie oft ich nie gedrückt habe? Genau, noch nie. Aber heute kommt sie mal. Wunderschöne Strategie. Ich kann dir schon wieder eine Mauer upgraden. So soll das sein. Ich werde es mit dieser Strategie bis zum nächsten Mal hier in unserem wunderschönen neuen Format die besten Angriffsstrategien hier quasi weiter angreifen. Ich hoffe mal, dass ich damit großen Erfolg haben werde. Es sah jetzt auf jeden Fall vielversprechend aus. Wie gesagt, meine Magier, meine Riesen und meine Bogenschützen, alles auf Level 5. Und jetzt seid ihr natürlich dran. Schreibt in einem Hashtag einfach mal eure Angriffsstrategien, also die Abkürzung davor. Meine ist jetzt zum Beispiel Riboma, kann man sich eigentlich ganz einfach merken. Hashtag Riboma, die beste Angriffsstrategien. Und dann schreibt ihr darunter, welche Truppen man verwendet, welche Zauber man verwendet und wie viel davon. Einfach mal unten in die Kommentare und dann werde ich mir eure Kommentare raussuchen und dann diese Angriffsstrategien verwenden. Ihr könnt natürlich auch gerne Angriffsstrategien in die Kommentare schreiben, die schon länger gibt, die schon andere YouTuber vorgestellt haben. Das ist mir total egal, wir ignorieren einfach mal die anderen YouTuber. Alles, was ich hier vorstelle, das ist für mich, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, neu. Das heißt, ihr könnt wirklich jede Angriffsstrategie unten in die Kommentare schreiben, die ihr gerade Lust habt, die ihr gerade wollt. Auch gerne eine Angriffsstrategie mit eurem Opa. Ich nehme alles an. Und damit, meine lieben Freunde, bedanke ich mich vielmals für eure Aufmerksamkeit. Ich würde mich vielmals über einen Daumen nach oben freuen. Das ist öko und logisch. Dann tut ihr sogar noch was für die Natur. Über ein Abo wäre ich auf jeden Fall auch positiv gefreut. Mein Deutsch ist wieder wunderbar. Ich würde mich auf jeden Fall über einen Abonnieren-Knopf freuen, der sich unter meinem Kanal befindet. Warte, der ist da sogar. Abonniert mich auf YouTube. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und ich hoffe auch, wir hören uns im nächsten Video wieder. See you later. Alligator. Thank you.